glaube natürlich, ist es schon wichtig, dass jeder Spieler selbstbewusst auftritt, dass er natürlich auch zu sich selber sagt, hey, wenn ich den Ball jetzt kriege in einer wichtigen Situation, kann ich auch das Ding reinhauen für die Mannschaft und das Spiel gewinnen. Und es ist natürlich schon ein feiner Mittelweg. Ja, du willst natürlich, dass alle das Selbstvertrauen haben und die Verantwortung nehmen wollen, aber im Endeffekt müssen sie schon, wenn das dann der eine ist oder zwei vielleicht in einer gewissen Situation, müssen trotzdem die anderen natürlich unterstützen und da sein für denjenigen, wenn es nicht klappt. Und ja, man versucht einfach schon als Coach die Mannschaft so in die Position zu bringen, dass alle happy sind, dass alle Verantwortung übernehmen könnten, wenn es soweit ist. Und im Training musst du natürlich alle so weit vorbereiten, alle Spieler, dass wenn es mal wirklich soweit ist und dass das Spieler in eine Situation kommen in einem wichtigen Spiel, dass sie dann auch bereit sind, ja, die Last zu tragen und Verantwortung zu übernehmen. Ja, es ist mir schon leicht gefallen, am Schluss auch teilweise Verantwortung zu übergeben an andere Spieler. Ich wusste, dass sie natürlich auch hart arbeiten. Ich wusste, dass ein Jason Terry oder ein Jason Kidd zum Beispiel im Meisterschaftsjahr, dass sie natürlich auch viel erreicht haben, dass sie dieses Klatschgehen, das man braucht, am Schluss des Spiels, dass sie das haben und dass sie das auch über die Länge ihrer Karriere bewiesen haben, dass sie in wichtigen Situationen für ihre Mannschaft da sind. Egal jetzt, ob es ein wichtiger Korb ist oder ein wichtiger Verteidigungsposition ist oder was auch immer. Also ich glaube schon, dass jeder da eine gewisse Verantwortung übernehmen muss. Und wie gesagt, ich hatte dann auch Selbstbewusstsein in meine Mannschaftskollegen, dass die in wichtigen Situationen auch für mich da sind. Ich glaube einfach, dass der Trainer das aufbauen muss. Du kannst nicht von einem Tag auf den anderen auf einmal alle selbstbewusst und auf alle Verantwortung übertragen, sondern das muss man arbeiten. Ja. Man muss da feinfühlig sein, man muss die Spieler kennenlernen, man muss den Rückhalt geben, man muss einzelne Videos mit denen schauen und analysieren, hey, in der Situation, wenn das nochmal passiert, probier das nächste Mal, ob das für dich funktioniert. Und ich glaube einfach, dass es Monate braucht, dass man ein Verhältnis mit dem Coach hat und dann durch genaue Analyse und Feinfühligkeit dann versucht, jeden Spieler dahin zu bringen, auch mental, physisch, dass jeder dann in der wichtigen Situation dann da ist für die Mannschaft und Verantwortung übernehmen kann.